Hallöchen mal wieder zu Let's Play Minecraft. Ihr seht, die Welt hier hat sich ein bisschen verändert. Ich habe die Mobfalle nochmal abgebaut, weil sie nicht funktioniert hat, weil ich zu viel dran verändert hatte. Werde sie aber jetzt wieder auf den alten Stand bringen. Muss ich natürlich wieder mit den Wassereimern laufen. Das wird jetzt wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Es hat sich außerdem noch mehr getan. Ich habe noch ein zweites Gebäude gebaut. In jetzt von uns aus nördlicher Richtung. Ich habe mal geguckt, da hinten, also genau da, wo ich gerade hingucken müsste, Norden sein, weil da die Sonne nicht, also weil die Sonne eben da untergeht und deshalb muss da hinten Norden sein. Ja, fall ich doch tatsächlich in das Loch. Das ist jetzt mein drittes Video. Das die ersten beiden waren recht für die Katz, weil man konnte mich einfach nicht verstehen. Beim ersten hatte ich ja gar keinen Ton. Da verstehe ich dann auch die Kommentare, dass das der größte Scheiß war. Ich habe übrigens auch ein neues Projekt, was ich jetzt machen werde. Ich werde, soll ich es verraten oder soll ich es nicht verraten? Sagen wir so, ich werde einen Ego-Shooter spielen. Und dazu auch noch ein Add-on dieses Ego-Shooters benutzen. Könnt ihr euch jetzt überlegen, was es ist. Und ich sage es euch direkt, es ist nicht Crysis 2. Es ist was anderes. Ist zwar schon was älter, aber ich finde es einfach bombisch. Von daher, aber jetzt werden wir erstmal hier die Mobfalle weiter bauen. Ich brauche noch mehr Eimer, das wäre mal gut. Moment, haben wir hier keine Eimer? Nee. Jetzt muss ich das hier tatsächlich mit einem Eimer machen. Butsch, Schaf, geh weg. Also hier ist wirklich ein hohes Tieraufkommen. Hier immer abgeht. Was hier passiert, das weiß ich gerade nicht. Habe ich hier einen Fehler? Ich befürchte, ich habe hier einen Fehler. In der Darstellung. Oh. Das Wasser hört zwei auf, zu früh auf, muss ich hier mal an dem Zulauf was ändern. Aber das ist ja kein Problem. Dumm. Ihr seht, da oben habe ich auch den Vorsprung vergrößert. Mist. Ah, hier, das muss bleiben. Da muss ja auch noch Wasser gegen, damit es von jeder Seite gleich runterläuft. Wenn die Mobfalle jetzt funktionieren sollte, nachdem ich sie vollendet habe, werde ich sie auch noch so umändern, dass hier links eine unterirdische Höhle zu circa, was weiß ich, 10 Kästchen lang, 20 breit, eine Höhle entsteht, 3 hoch, die dann mit Flüssen und Zuläufen ausgekleidet wird, also in der Höhle drin, die dann mit einem Hauptzufluss hier rein, dann die ganzen Mobs herkommen. Damit ich hier noch mehr Mobs reinfallen lassen kann. Also wie gesagt, das Hauptprojekt, Minecraft habe ich ja nur zum Anfang benutzt, werde ich irgendwann auch als Let's Show weitermachen, indem ich dann die große Welt immer mal wieder zeige, wie sie jetzt aussieht. Aber halt diesen Shooter möchte ich hauptsächlich machen. Weil er halt mein Lieblingsshooter ist. Komm schon. Ist jetzt vielleicht ein bisschen träge, aber ich werde euch gleich am Ende auf jeden Fall das Neue noch zeigen. Da ich ein bisschen auf Einrichtung achte, wollte ich Bücherregale, bis ich dann gesehen habe, wie viel man für Bücherregale, alles, was man da alles für braucht, habe ich dann mal eben die neuen, die Sachen da, die man dafür braucht, hergestellt. Dazu musste ich halt etwas Neues erfinden. Das habe ich dann auch gemacht. Die Sichtweite habe ich momentan nur auf normal, weil ich bis eben ein Texturenpaket drin hatte. Das Misas HD Texturenpack. Werde ich auch jetzt bald noch wieder reinmachen, nur irgendwie, hatte eben mal kurz Force Update gedrückt, weil ich dachte, dass die Minecraft Beta 1.5 schon draußen wäre, aber die kommt erst nächste Woche. Für die, die es wissen wollen, die wissen es jetzt. So. Mal fast einmal rum.
Ich habe 7 Eimer, die sind alle in dem anderen Haus, weil ich es da eben brauchte. Mist. Das Eisen ist mir jetzt zu wertvoll, um hier wieder für Eimer zu investieren. War scharf. Gib mir Wolle. Wolle. Ah, da unten ist der Mob-Spawner. Ich habe übrigens hier auf dieser Welt was Lustiges gefunden. Es ist irgendwo da vorne hinter dem Berg auch ein Mob-Spawner. Und da sind direkt 2 Mob-Spawner, also 2 Höhlen, in denen ein Mob-Spawner ist, ineinander. Stehen also 2 Kisten, 2 Mob-Spawner. Und zwar insgesamt 4 Chests, die da rumstehen. Das ist schon... Hatte ich noch nie gesehen, jetzt weiß ich, wie es aussieht. Brauche ich mal ein bisschen Wasser. Die Strecke kann ich gleich mit verbundenen Augen laufen, so oft wie ich sie jetzt bis gelaufen bin. Und dahin. Und noch 2-mal, glaube ich. Dann mache ich mich auch direkt auf zum anderen Gebäude. Auch die Framerate ist heute mal vernünftig. Ich habe es auf 30 eingestellt und es ist normal auf 30. Es wackelt überhaupt nicht. Also zumindest laut Anzeige nicht. Ob das Video hier gleich in Fransen liegt, wenn ich es hochlade, weiß ich ja nicht. Ich bearbeite das, die Videos übrigens alle mit Sony Vegas. 10.0 ist das, glaube ich. Ja, 10.0. So, ist es jetzt fertig? Ist es jetzt fertig? Scharf ist drin, toll. Und hier muss jetzt was geändert werden. Machen wir ganz einfach. Das war jetzt gerade sehr sinnvoll. Moment. Auch einen Wassereimer. Ich muss jetzt mal eben überlegen. Halt, komm, schaff. Der Zufluss, ich habe es euch ja bestimmt schon gezeigt, kommt von da ganz hin, nimmt alles, was hier spawnt, da reinfällt. Dadurch hatte ich einige Zombies. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt muss hier das Wasser angesetzt werden. Und das läuft nämlich dann eben nicht weit genug. Habe ich einen Fehler reingebaut? Ich glaub's doch nicht. Ist doch nicht so sch... Wo habe ich es jetzt reingebastelt? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Das war jetzt wieder falsch. Mann. Genau bis da soll die Wasserkante gehen, also... 4, 7, 8. Genau, so soll es sein. Noch ein Eimer Wasser und es ist vollbracht. Oh, mein Inventar ist voll, sonst könnte ich ja jetzt wieder... Balla. Und wo ist es hin? Mal ausprobieren. Ja, genau. Setze ich da eine Erde hin. Hier eine Erde. Ob das jetzt klappt, überlasse ich erstmal dem Schicksal. Und gehe jetzt erstmal zum anderen Projekt, damit ihr das auch mal gesehen habt. Guck mal eben. Oh. Eisen. Upsala. Das lassen wir dann einfach nochmal da drin so lang. Gut. Komm hoch. Und hier geht's jetzt los. Ich habe hier mir aus, ich nenne es Kies und nicht Geröll, einen Weg gebaut bis zum anderen Haus. Dem muss man jetzt einfach nur folgen. Hallo Kuh. Geh weg.
Auch mit Fackeln so ein bisschen. Und ihr seht es da hinten schon. Und ihr seht es schon. Also. Wo wir hier dran vorbeilaufen, das ist ein Gewächshaus. Ganz großes. Vor allem für Zuckerrohr. Das sind genau diese angesprochenen Bücherregale, die ich bauen wollte. Hier ist der Haupteingang. Die habe ich tatsächlich ins Geröll gebaut. Naja. Hier hängt die Bildrahmen. Moment. So. Hier ist der, das Gewächshaus. Das werden wir jetzt direkt mal abernten. Nachher. Hier, seht ihr? Hier habe ich Kakteen gepflanzt. Und hier einfach nur ein Haus zum Inventar. Moment. Die Äxte hier mal reinschmeißen und die Schaufeln. Also wie gesagt, Spiel gerade ohne Texturenpack. Sieht vielleicht für manche jetzt etwas komisch aus. Aber ich kann, werde das Texturenpack, glaube ich, in der nächsten Folge schon wieder drin haben. Eine Reihe lasse ich stehen, aber den Rest sammle ich ein. Dum, 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 dum. So, das gibt wieder jede Menge. Pam, pam. Und eins und zwei und eins. Und die Reihe ist nur einfach, weil da ja nur ein Wasserzulauf dran ist. Ich warte jetzt einfach mal, bis das überall... Das schwemmt tatsächlich besonders. Das ist mir gut eingefallen. Ich laufe jetzt hier gerade nur durch, falls noch was liegen geblieben ist. Und hier springe ich jetzt einfach ins Ende des Wasserzulaufes und die werden ja alle hier runtergespült. Bup. Und bup. Und das bringe ich jetzt alles ins ins Rohstofflager, nenne ich es mal, und zwar da oben. Ja, ich weiß, man braucht eigentlich nur jedes zweite eine Leiter, nur ich hab's, fand's irgendwie so schön. Hier sind Setzlinge drin. Genau, hier ist das... Oh, ihr seht, ich habe schon einiges abgeerntet. Und hier können die Kakteen rein. Was haben wir denn sonst noch? Nichts. Ja, jetzt zeige ich euch noch das Haus, was ihr eben schon gesehen habt. Also die Kakteen könnt ihr ja auch noch abernten, oder habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Sollen ruhig da stehen und die werden jetzt auch wieder nachwachsen. Ja, okay. Das kann so bleiben. Tür wieder zu. Und wir gehen ins Haupthaus. Hier habe ich zwei Inventarboxen hingestellt. Und jetzt geht man erstmal ein bisschen in den Untergrund. Was ist denn hier passiert? Hä? Hatten wir... Wir hatten, glaube ich, einen Brand. Wenn ich das richtig sehe. Upsala, mir ist hier was weggebrannt. Aber warum ist das noch da? Ja, die Lavasäulen waren es. Ha, die Lavasäulen haben mir hier die Bude abgefackelt, sehe ich, schätze ich mal hier. Tue ich mal eben so. Ich habe hier auf jeder Seite die gleiche... Nee, oder auf jeder Seite die gleiche Wendeltreppe gebaut. Dauert jetzt ein bisschen, bis ich hier hochkomme. Da hinten ist die gleiche noch. Oh mein Gott. Die gleiche nochmal. Hier ist egal, wo welche Tür man geht. Hier sind die besagten Bücherregale, auf jeder Seite eins, fand ich schön. Hier ist Eisen, Bücher und ein paar Türen und hier ist glaube ich nur Wolle oder sowas. Ja, Wolle. Können wir die direkt dazufügen. Ah, jetzt muss ich das hier nachher alles wieder neu bauen. Hier geht es noch eine Etage höher. Oh, nee. Hier ist alles abgefackelt, hier war mal ein Holzdach. Also hier war mal eine Holz, ihr seht, das ist eigentlich schon die nächste Etage. Hier ist noch eine Dachterrasse. Das ist stehen geblieben. Boah, Gott sei Dank ist das nicht in das Gewächshaus gegangen. Ja, hier konnte man dann hoch. Oder hier kann man noch hoch. Aber jetzt ist es natürlich nicht mehr von Sinn, weil hier war halt noch eine Etage. Und hier ist dann halt... Da das ja hier so ein Markerturm wäre, so ein... Wie so ein... richtungsweisender Turm werden soll. Die letzte... Nicht die letzte, sondern die normale so Etage, die man bewohnen könnte. Gehen wir wieder runter. Ach nö, jetzt brauche ich wieder ganz viel Holz, um das wieder alles herzustellen. Ach man, das ist der ja hier wieder schuld gewesen. Sieht zwar schick aus, aber es ist ein kleines Risiko. Ein kleines ist gut. Die ganze Bude ist abgefackelt. Und ihr seht schon, das ist schon, die Tiere spawnen hier, weil es hell ist. Finde ich ein bisschen blöd, aber es ist natürlich auch ländlicher. Hier kommt direkt schon wieder die zwei, hier, wenn ich mich umdrehe, da ist schon wieder der nächste. Jetzt die Zeit. Moment, da muss wieder eins. Lass ich jetzt ein. Ach, da kommen die zwei, holen wir uns noch. Bringen das jetzt noch hoch.
in den in die Truhen. Komm hoch. Da. So, und dann sage ich tschö, bis zum nächsten Mal.